Komm, kriegst Leiden unterdrücken, kriegst das hier. Blutfeuer. Nee. Kriegst du den hier? Handschuhe haben wir leider nichts für dich. Schuhe. Ach, Luftsprung für den Barbaren. Halskettenmäßig. Hast du schon was? Ja, hast du schon was. Oh, das hier wäre für Xoti gut. Sollte mir gleich mal merken. Aber ansonsten haben wir leider nichts für dich, außer das hier. Ja, jetzt noch eine Rüstung. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts Besseres ein als die hier. Aber das sieht kacke an dir aus. Das sieht noch beschissener aus. Auch nicht so wirklich. Das hier vielleicht. So schulterfrei. Wobei, das ist okay. Dann noch bei ihr. Mist, sie hat in der Haupt hat nichts. Was ist sie eigentlich nochmal? Mönch. Und das erklärt's. Na komm, du kriegst einen Jagdbogen hierhin und da bist du eher ein Mönch, also unbewaffnet. Weißt du was, du bleibst einfach so. Wir leveln dich nur ab. Jetzt erstmal sie. Und ja, das wird länger dauern, als ich vermutet habe. Halbschwert, Streitkolben. Ach, wie wär's mit Zauberstäben? Zwei Punkte. Nehmen wir das, das. Und eigentlich sollten wir bei ihr mehr Mühe geben, wenn wir sie bei der Bestie des Winters wieder mitnehmen wollen. Ja, eine Stasishülle ist nie verkehrt. Noch mehr Arcana. Bisschen Tiefblick. Gegner verängstigen ist immer gut. Tiefblick und bisschen Mechanik. Ermächtigung Maximum und Zeitparasit ist auch immer gut. Stäbe. Das war schon mit ihren Leveln. 17, 16 gerade mal. Ja, gut, Mönch. Mönch wird lustig, weil ich keine Ahnung habe vom Mönch. Kleinere Wunden. Ermöglicht es Mönch bei Erleiden von Schaden Wunden zu erhalten. Senkt die Wundenresistenz, wodurch er oder sie schneller Wunden erleiden. Das ist immer gut.
Bei Mönchen. Ah, schnelle Schläge. Klingt auch nie verkehrt. Zusätzliches Waffenset. Nö. Zweihandstil. Einhandstil. Absetzangriffe. Große Schritte. Vorwärtskommen erhöhen. Zwei Waffenstil. Nee. Waffe und Schild. Das habe ich schon. Klarheit der Agonie. Eintreffende und wirkende feindliche Effekte halbieren. Nee. Bonus auf Genauigkeit, das ist nicht schlecht. Ein Punkt. Kostendemütigung. Der Mönch fügt sich sofort selbst rein Schaden zu und erhält Wunden. Oh. Oh, jetzt haben wir die neue. Wille, Verteidigung, Konzentration. Wirft die Hälfte der Fernkampfgeschosse, die allein auf den Mönch gerichtet sind, zu ihrem Abschusspunkt zurück. Ja, nicht schlecht. Ah, Faust verbessern. Lädt die Angriffe des Mönchs mit Energie auf. Schockschaden. Oh ja, das klingt nicht schlecht. Weitere Angriffe bei kritischen Treffer. Heimlichkeit. Klingen drehen. Blitzschnelle Handbewegung. Nahkampfangriffe umleiten. Das ist nicht schlecht. Das finde ich immer so cool in den alten Kung-Fu-Filmen, wie sie da die Waffen einfach ablenken, dass sie ins Leere gehen. Oh, nächste Runde. Oh ja, Schockwelle bei Wunden zufügen, da Mönche eh Wunden brauchen. Sammle all deine Kraft für deine Schläge, halte während der Wirkungsdauer die Inspiration hartnäckig. Jo. Warum nicht? Der Mönch kann nur mehrere Schläge aushalten, bevor der Tanz beendet wird. Ja. Der Mönch erhält zwei modale Fähigkeiten, durch die er bestimmen kann, ob erlittene Wunden seinen Körper oder seinen Geist stärken. Betäubungsschlag. Im Griff der Qual. Schlag getroffen. Feinde in einem kielförmigen Wirkungsbereich. Oh ja. Da sie wie eine Piratin aussieht, kriegt sie auch Pistolen. Soll ich ihr Pistolen eigentlich geben? So, zwei Punkte. Mehr Gesundheit ist immer gut. Treffer ein kritischer Treffer, indem er bestimmte Stellen des Feindes anvisiert. Oh ja, das ist gut. Ziele schwächen. Dann nehmen wir auch gleich den Glückstreffer noch dazu. Oh, nächstes. Nehmen wir das hier. Das wollte ich ja eigentlich. Erhöht ihn durch kritische Treffer, verursacht Schaden, wäre nicht schlecht. Machen wir es auch so. Nehmen wir ruhig mal das hier. Athletik. Noch mehr Findigkeit. So, was machen die beiden? Rüstungswert steigern. Brandschaden. Nehmen wir beides von mir aus.
Zusätzlicher Angriff bei kritischen Treffern, das ist immer gut. Und ja, ich skill die so nach Belieben. Oh, Flammenbeschwörungen. Das ist immer schön. Große Seele, was macht das? Genauigkeit des Mönchs. Widerhand Berührung. Oh ja, das ist nicht schlecht. Also reiner Schaden bei bestimmten Gegnern. Sind wir bald fertig mit ihr? Genauigkeit erhöhen und wir sind fertig mit ihr. I'm here. I'd be glad to. Das heißt, ich gehe einfach mal in die wilde Meere. Ja, das geht schneller, wenn ich da umswitche. Als wenn ich ständig aufs Schiff gehe. Naja, ich habe ja nur noch die anderen beiden zum Hochleveln. Und da sollten die auf jeden Fall mit ihrer neuen Ausrüstung und ihrem neuen Level mehr in Kämpfen leisten können. Now, you see anything you like? It's about time I went my own way. So, die beiden jetzt. Erst ausrüsten. Ich weiß nicht mal wieder, was er ist. Kämpfer. Ja, weißt du was, dann leveln wir ich erstmal hoch. Also als Kämpfer brauchst du Athletik und Überleben auf jeden Fall. Nee, ruhig das hier. Kämpfer ist zum Glück schnell gemacht, da ich mich einigermaßen dank Idee auskenne. Wenn der Angreifer eine Einhandwaffe einsetzt, ja. Bonusverteidigung. Ja, Schilde verbessert ist immer gut. Kämpferhaltung auch. Als Kämpfer. Zweihandstil, nein. Zwei Waffenstil, nein. Zielstrebigkeit, nein. Das mit der Einhändigkeit, bitte. Da kriegst du mittlere Schilde. Inspiration akut, klingt nicht schlecht. Gesundheit regenerieren, klingt auch nicht blöd. So. Ah, durchdringender Schlag ist nicht verkehrt. So, zwei Punkte. Waffenschwerpunkt Schadensbonus ist nie verkehrt. Wechsel von Waffen nötig unbedingt. Energische Verteidigung, die ist nicht schlecht für Kämpfer. Sprengstoffe, ja, immer gut. Metaphysik, nicht schlecht. Ach, Ansturm nicht wirklich. Hm.
Wenn der Angreifer eine Einhandwaffe einsetzt, werden einige seiner Treffer. Ja, das können wir gebrauchen. Nimm noch. Was sollen wir noch nehmen? Ja, von mir aus Säbel wie bei Edea.